Cora Schumacher verzichtet auf Sorgerecht. Instagram-Nachricht an ihren Sohn. Cora, 41, und Ex-Formel 1-Profi Ralf Schumacher, 42, ließen sich im Februar 2015 scheiden. Damals vereinbarten sie das gemeinsame Sorgerecht für Sohn David, 16. Doch wie Closer jetzt berichtet, hat Cora ihr einziges Kind seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Wie nun erfuhr, trat Cora vor wenigen Wochen von ihrem Sorgerechtsanspruch zurück. David bleibt bei Ex-Mann Ralf. Dass der Rechtsstreit nicht spurlos an ihr vorbeizieht, zeigt Cora jetzt mit einem Instagram-Post. Der Beitrag zeigt sie mit David im Kindesalter, beide umarmen sich innig, sie küsst die Stirn ihres Sohnes. Forever, der Tee, für immer, schreibt sie neben das Bild, dazu ein Herzchen. Das Foto soll deutlich machen, Coras Rücktritt in Sachen Sorgerecht ändert nichts an der Liebe zu ihrem Sohn David. Fans der Schumacher-Ex solidarisieren sich mit der Blondine, schreiben unter anderem, das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter, zwischen Mutter und Kind gibt es ein unsichtbares Band, das niemals zerbricht, oder, Mutter und Kind trennt nichts, auch kein Gerichtsurteil. Bereits ein früherer Beitrag von Cora hat gezeigt, wie sehr ihr die Situation zusetzt. Auf Instagram teilte sie das Zitat, Real Eyes, Realize, Realize, der Tee, wahre Augen erkennen wahre Lügen, und markierte ihren David. Der Nachwuchsrennfahrer antwortete seiner Mutter nicht.